Ja, am heutigen Abend, kurz vor 21 Uhr, ereignete sich bei Rothenburg-Schwarzenhasel ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Fahrer eines Dreiecks befuhr die Landstraße zwischen dem Rothenburger Stadtteil Erxhausen und Schwarzenhasel. In einer Rechtskurve geriet er nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal in die Leitplanke. Dabei wurde der 70-jährige Dreifahrer tödlich verletzt. Also zur Unfallursache können wir zurzeit noch keine Angaben machen, die Ermittlungen laufen.